Herzlich willkommen bei Mach doch mal was. Ja, da gibt es wohl nichts mehr hinzuzufügen. Ja, herzlich willkommen zurück hier bei Mach doch mal auf Neuseeland. Und wir machen heute wieder einen kleinen Ausflug. Ganz so genau weiß ich noch nicht, wo das hingeht und wie das heißt. Ich habe nur gehört, dass es da besonders seltene Sachen geben soll. Aber ich werde euch noch nicht verraten, was es ist, weil dann ist ja die Spannung direkt weg. Achso, steht ja wahrscheinlich im Titel, ne, wo wir hinfahren. Ne? Ja, hab schon. Dann ist die Spannung ja auch weg. Nee, dann schreibe ich das nicht in den Titel rein. Ja, ich werde mich dann gleich wieder melden, wenn wir da sind. Nee, ich werde mich zwischendurch auch mal melden. Und hier, Ahmed ist heute auch wieder dabei. Ja, wir tanken jetzt nochmal kurz und dann wollen wir, glaube ich, nochmal ganz kurz in die Richmond Mall, weil hier ist am Sonntag auch jedes Geschäft geöffnet. Ja, aber jetzt muss er erstmal tanken. Geh mal tanken. Warum kommt der nicht zu mir? Soll der für dich tanken? Ja. Kannst du doch selber tanken. Nein, Mann. Nein, Mann. Okay, wir sind jetzt an der Mall angekommen. Hier Parken Safe ist so ein ganz großer Einkaufsladen. Da gibt es alles Mögliche. Essen, Trinken, ja, was man halt so braucht, ne, zum Leben. Und what do you want here? I need to pop my SIM card. Ah, okay. Er muss seine SIM-Karte aufladen fürs Telefon. Ja, und dann geht's direkt weiter. Aber ich sage immer noch nicht, wohin. Ich weiß jetzt schon, wo es hingeht, aber ich sag's noch nicht. Also hier, guck mal, ist eigentlich wie bei uns in Deutschland auch. Große Einkaufsmall, überall gibt's was zu futtern. Und hier Uhren, Kuchen. Ja, und natürlich ist hier schon schön weihnachtlich dekoriert. Ne? Ist ja auch bald Weihnachten. Guck mal hier. Christmas is coming. Guck mal hier, schön, ne? Wir sind endlich raus aus der Mall, nach gefühlten 3 Stunden so ungefähr. Und jetzt sind wir auf dem Weg, ja, das, wie gesagt, sage ich euch noch nicht, weil ich weiß das selber noch nicht so genau. Also jetzt weiß ich es zumindest nicht mehr so genau. Aber hier, der Kollege da hat mir versprochen, dass es auf jeden Fall schön ist. Was? So, wir sind jetzt hier noch, oh, das war die Tür, wir sind jetzt hier nochmal angehalten. Und zwar werden wir jetzt da was Schönes essen gehen, da in diesem Seafood-Restaurant. Da gibt es lecker Fisch, hier direkt aus dem Ozean, denke ich mal. Weil der ist ja nun mal hier dicht bei. Ne? Der Ozean ist ja nun direkt hier, also wird es hier auch lecker Fisch geben. Ja, okay, wir gehen hier doch jetzt doch nichts essen. Wir gehen doch woanders hin was essen. War wohl, glaube ich, nicht so gut, der Fisch hier. Ja, ja, mal gucken, wo wir jetzt hinfahren. Wahrscheinlich hier zu einem anderen Laden, wo es vielleicht auch Seafood gibt. Aber die Sonne geht ja noch nicht unter, das heißt also, ich bin noch guter Dinge, dass wir gleich was zu essen kriegen. Ja, da der eine Laden jetzt natürlich nicht so toll war, gehen wir heute nochmal zum Roy. Und heute geht es durchs Hintertürchen. So, hier sind wir am Hintertürchen. Roy, say goodbye, yeah? Oh, wait. I will go home on Tuesday. Oh, wow. Yeah. So, the last best fish and chips, yeah? Thank you. See you. Bye-bye. Bye-bye, guys. Have a lovely day. Bye. Ich glaube, es ist viel zu windig zum Sprechen, aber guck mal, hier sind wir jetzt angekommen am Cable Bay Recreation Reserve. Und das zeige ich euch jetzt mal. Da hinter diesem Schild ist das dann auch gleich zu erkennen. Warte mal, ich mache schon mal einen kleinen Spoiler. Da ich ja nun schon einige Höhlen hier betrachtet habe, werde ich es mir auch hier nicht nehmen lassen, auch nochmal in eine Höhle zu gehen. Da vorne ist nämlich eine Höhle, warte mal kurz. Ich gehe da mal hin. Dazu muss ich eigentlich nur hier über dieses Geröll rüber und dann bin ich schon fast in der Höhle. Da gehen wir jetzt mal rüber. Oh, oh. Habe ich wieder das perfekte Schuhzeug dafür an heute natürlich. So, warte mal. Gehen wir hier lang, hier lang. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht nass. Warte mal, noch ein Stück weiter. Hier so lang. Oh. Guck dir mal an, wo ich hier rüber laufe. Oh, noch ein Stück. Oh, hier sind schon die ersten Höhlen, ne? Die Höhlen von Cable Bay. Na gut, eine richtige Höhle ist das, die ist eher nur so ein Unterschlupf. Aber warte mal, da vorne war glaube ich noch eine, die ging noch ein bisschen tiefer rein. Mal gucken, ob ich da hinkomme.
Hier ist aber, sieht aus wie so ein Steinbruch. Wie aufpassen, dass da von oben nichts runterplumpst. Ja, warte mal, wir gehen mal noch ein Stück weiter. Oh, hier kommt das Wasser bei dich, muss ich aufpassen. Sonst werden die Socken nass. Oh ja, guck mal hier. So richtig, oh, das ist alles voller Mücken, guck mal da oben. Kann man das sehen? Jo, alles voll. Weg hier. Weg hier. Ich gehe noch ein Stück weiter. Okay, hier kann ich nicht weiter. Außer ich kriege nasse Füße. Aber vielleicht kann ich ja mal auf den Felsen raufklettern. Oh, das kriege ich bestimmt hin. Warte mal. Wahrscheinlich heißt das ganze Cable Bay, weil hier so ein Kabel aus dem Boden rausguckt, oder? Wir gucken mal, ob wir jetzt noch einen besseren Ausblick erhaschen können. Wir gehen jetzt hier mal den Berg hoch. Warte mal, hier ist so eine Holztreppe hier im Hintergrund. Die gehen wir jetzt mal hoch und dann gucken wir mal, ob wir von oben noch ein bisschen mehr sehen können als von hier unten halt, ne? Ich gucke immer zu in die falsche Richtung. Das ist auch echt blöd manchmal. No dogs allowed, aber wir sind ja keine Hunde. Den dürfen wir hier auch durch. Hallo Ahmed. Hallo Bruder. So, weiter hier den Weg hoch. Da vorne läuft schon unser Gruppenführer. Aber der sagt nicht mehr viel. Der hat nicht viele Chips und Fisch abgekriegt, glaube ich. Außerdem ist er auch nicht sonderlich fotogen. Ja, und tatsächlich hat man von hier oben einen atemberaubenden Blick auf den Ozean. Guckt euch das mal an. Ist doch atemberaubend, ne? Oder liegt das jetzt an den vielen Treppenstufen, die wir gerade gelaufen sind? Kann auch sein, ne? Schön. Ich glaube, ich gehe jetzt noch mal ein Stück höher. Ich glaube, ich gehe mal da noch hoch. Vielleicht habe ich dann ja noch einen besseren Blick. Ach, guck mal, hier oben sind wir auch nicht alleine. Hier sind auch noch Schafe. Komm mal her, Schaf. Darf ich mal zu dir kommen? Du siehst so schön weich und mollig aus. Darf ich dich mal streicheln? Oder beißt du mich dann? Hä? Hallo, Schaf. Oh, guck mal, noch bleibt er ja ganz ruhig. Nee, nur haut er ab. Komm mal her, ich klau dir kein Gras. Ich will dich nur mal anfassen. Darf ich dich anfassen? Du liegst ja schon so gemütlich. Hi. Wie geht's dir? Na? Machst du deine Mittagspause oder was? Und genießt die Aussicht? Du bist ja ein hübsches Schaf. Kaust du Kaugummi? Oh, anscheinend. Mach mal eine Blase. Mäh. Muss man aufpassen, ne? Die können dann, glaube ich, auch... Komm mal her. Nee, doch nicht. Willst jetzt weggehen? Komm nur mal her. Hm, du hübsches Schaf, du. Komm mal her. Oh, du humpelst. Du hast lange gelegen, ne? Muss erst mal wach werden, ne? Hä? Du hübsches Schaf. Ich komm mal mit dir mit. Zeig mir mal deine Herde. Nee, komm, ich lass dich in Ruhe. Guck mal hier, wo er gelegen hat, ne? Während er so sein Kaugummi isst, guckt er sich hier die Gegend an von hier oben. Ist natürlich richtig schön, ne? Boah, Wahnsinn. Herrliche Bilder. Und eine wunderschöne Gegend. Und man könnte rein theoretisch auch noch bis da hochgehen. Aber das mache ich heute nicht mehr. Ich gehe jetzt wieder runter zurück an den Strand. Ja. Dann gucken wir nochmal. Ist auf jeden Fall schön hier. Richtig geil. Ja, bis gleich. Unten am Strand melde ich mich nochmal wieder. Ja, und hier sieht man nochmal ein bisschen das rauere Neuseeland. Hier ist es sehr windig heute. Deshalb weiß ich nicht, ob man mich gut verstehen kann, aber ich hoffe mal. Ja, auf jeden Fall war das für mich hier auf Neuseeland wohl der letzte Ausflug, denn am Dienstag geht es schon wieder nach Hause ins kalte Deutschland. Aber gut, ist ja Weihnachten dann bald.
da wird es ja auch wieder warm, zumindest ist warm ums Herz. Ne? Ansonsten möchte ich mich auf jeden Fall bei euch bedanken, dass ihr alle dabei wart und mich begleitet habt hier auf Neuseeland. Es ist eine wunderschöne Zeit gewesen und ich kann das jedem nur ans Herz legen, hier einmal herzukommen und sich das Land anzugucken. Denn Land und Leute sind hier super nett, super schön. Also die Leute nett und das Land schön, so meine ich. Ich werde mich gleich nochmal melden, wenn es ein bisschen ruhiger ist, aber vorher gibt es jetzt nochmal ein paar schöne Bilder von hier, von Cable Bay. Möchte ich mich aus Neuseeland verabschieden. Ja, es ist jetzt gerade früh am Morgen, wir sind zurück vom Cable Bay. War sehr schön da, magischer Ort, wie so viele hier. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen hier bei Mach doch mal auf Neuseeland. Und ja, morgen geht es wieder Richtung Heimat, da geht es nach Hause. Und ich werde mich ganz bald wieder bei euch melden und dann werden wir gucken, was wir auf meinem Kanal machen. Ich vermute mal, dass wir bald wieder was bauen werden. Ja, was bauen, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. So. Und ich werde jetzt noch den letzten Tag hier genießen, ein bisschen Ruhe. Ist Scheißwetter heute, es regnet. Heißt also, ein bisschen Entspannung, bevor es dann morgen wieder in den Flieger geht. Und ja, lasst mich mal unten in den Kommentaren wissen, ob ihr vielleicht noch einen kleinen Vlog aus China haben wollt, aus Guangzhou, weil da bin ich ja noch eine Nacht. Vielleicht interessiert euch das ja auch. Also bis dahin, abschalten für heute und wir sehen uns bald wieder. Bis dann, ciao.